Ja, jetzt. Ja, lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich freue mich, dass du okay bist. Was ist passiert? Du bist ein guter Pilot, aber warum bist du trotzdem abgeschützt? Okay. Es hat. Ja. Okay, zeig dir. Er hat einen neuesten Antrieb für diese Flugzeuge und zwar einen Chaos Emerald. Ja. Chaos Emerald. Ja, wir haben jetzt gerade einen der sieben Chaos Emeralds gefunden. Und sie haben unlimitierte Power. Aha. Super aufladbarer Flugzeug irgendwie damit. Gerade. Ja, will mir uns irgendwas zeigen. Also in den mystischen Ruinen in seiner Werkstatt will er uns etwas zeigen. Und der schnellste Weg ist mit dem Zug. Ah, you can play with Tails. Ja, ich kann jetzt auch mit Tails spielen, dem komischen zweischwänzigen Fuchs. Nicht neunschwänzig. Und da kann man jetzt vielleicht diese Rassauf-Musik sehen. Hören. Vielleicht kann man ja das Mädchen da abschießen. I feel great, ja. There's nothing like swimming pools and the ocean in the summer. Okay, das hat das Mädchen gesagt, nicht ich. Ja, da kommt die Todesmusik. Ich lasse einmal vergehen, damit wir ein Leben verlieren. Und dann haben wir wieder drei. Alle guten Dinge sind nämlich drei. 5, 4, 3, 2, 1 und... Tod. Ich habe aber immer noch 4 Leben. Aha. Gut, jetzt sind wir in dem Hotel. Und in dem Hotel gibt es etwas Besonderes, das will ich euch noch zeigen. Das habe ich selber einmal gefunden. Und zwar... Ich sag mal rein. Mit dem Lift. Hinauf. Und es lädt. Ja, und da gibt es den sogenannten... Wow. Ich habe die Tiere verloren. Das ist der sogenannte Chaos-Garten. Der Chaos-Garten. Wie man da gleich sieht. Was habe ich jetzt gemacht? Der Chaos-Garten. What are the Chaos? Ja, Reisen Chaos und das alles. Das sind irgendwelche solche kleinen Lebewesen wie der da. Die Chaos. Das ist der schon geschlüpft. Die sind normalerweise in diesen Eiern da drinnen. Und die müssen wahrscheinlich auch geschlüpft. Und die kann man halt ausbrüten, indem man auf diese Eier raufspringt, sie zerstört oder irgendwas anderes damit macht. Und das Coole ist, das habe ich erst vor kurzem entdeckt, dass man diese Tiere dann nehmen kann. Und, oder besser gesagt, noch nie kopiert. Weil es steht irgendwo in so einer Einleitung bei diesen fliegenden Büchern und sie auf diese Keo draufsetzen kann. So. Jetzt zum Beispiel müsste sich. Hat der Schwimmfähigkeiten. Komm mal, will ich sehen. Okay. Warum weint der? Egal. Und da den kann man halt verschiedenste Tierpower zuweisen, zum Beispiel noch keine Pinkel. Und jetzt kann er noch besser schwimmen. Okay. Und dann könnte ich ihm auch den Fisch geben. Will ich auch noch probieren, bist du viel? Hat er jetzt Kiemen? Hey, der Kiemen bekommen nachher. Nehmen wir den Fisch da oder was das ist. Geben sie diesen Tau. Der ist Fürchti. Aha. Der hat ein Level up bekommen, der Fürchti. Achso, die Chaos, die ist der Chaos von meinem anderen Spielstand. Ah, den habe ich nicht Fürchti getauft. Jetzt ergibt das ein bisschen einen Sinn. Ja, weil den habe ich auf sehr unliebsame Weise ausgebrütet, diesen Karo. Und zwar indem ich ihn einfach durch die Gegend gesteuert habe. Aber dieses Karo-Special kommt irgendwann mal später und da hinten rennt jetzt was herum. Egal. Dann gehen wir wieder zur Station Square und schauen, was der Tails von uns will. Da verlasse ich mal das Hotel und gehe zum Zug. So raus. Jetzt sind wir in der Innenstadt und können Unruhe stiften. Oder auch nicht. Hey, Wasser.
sollte raus, bevor ich wieder trinke. So, komm. So. Und da ist SS Central Station. Ist SS ein legales Wort? Egal. Ja. Okay, der Zug für die mystischen Ruinen fährt bald ab. Und das ist wahrscheinlich der, egal. Auch wenn man irgendwo anders hinkommt, zum Beispiel nach Österreich, dann steige ich trotzdem mal ein. Hui, Zugfahren. Ich mag Züge. Und ich bin nicht erfahren worden, weil ich im Zug ja drinnen stehe. Aber das wäre cool, wenn Züge in Zügen sind. Gut. Jetzt sind wir bei den Mystic Ruins. Und da roll ich mal gleich die Treppe rauf und schau was da. Zwischensequenz. Hahaha, wenn das nicht Sonic ist und da ist. Schau, es ist ein großes. Es ist Dr. Robotnik. Aha, das größte wissenschaftliche Genie der Welt. Und der nennt gleich wieder Eggman, das ist der. Jetzt habe ich einfach kaum. Und er plane die Ausbildung. Und er bedeutet nie was Gutes oder so. Und er will alle Chaos Emeralds wieder mal. Okay. Ja, wir sollen ihm nicht sterben oder sonst passiert etwas. Okay. Er will es irgendwas mit uns mit Gewalt wegnehmen. Ich glaube, den Chaos Emerald, den wir haben. Und das ist ein komischer Roboter oder was er da hat. Passiert auch noch was? Ja, es geht los. Gut, wir müssen gleich diesen Egghornet besiegen. Also die Eggman-Hornisse. Und das geht, glaube ich, wieder mit der Sprungattacke, wenn ich es ausprobieren will. Da komme ich da rauf? Nein. Ja, komm runter. Ja, jetzt müsste es gehen. Ja, es geht. Und da oben sieht man die Lebensleiste. Dieses blaue Ding da. Ich zeig mal, komm mal hin. Da. Das ist die Lebensleiste vom Eggbot. Oder Egghornet. Und juhu, ich kann rollen. Genau wie ein paar Kumpels von mir. Nein, nicht erwischt. Okay, komm her. Ah, Ring verloren. Ich hätte nicht stehen bleiben dürfen. Jetzt sind die Ringe weg. Ich habe nur noch 4. Man kann ja bei Sonic auch mit nur einem Ring überleben. Was war jetzt? Nee, nur noch 3 Ringe. Und er schießt wieder mit seinen wunderbaren Suchraketen, die leider nicht mich suchen, sondern den Boden. Lalala, Kreisrennen. So, wieder ein Treffer. Und ich glaube, wir haben ihn zerstört. Jetzt, ja, ich will aber jetzt bitte spielen zum zweiten Mal. 3 Ringe haben wir. Und jetzt habe ich 115 Ringe insgesamt. Das ist sehr gut. Und irgendwie wird das jetzt zerstört. Und das hier hat man so ein Zermatsch. Gut, das war nicht so schwer. Aha. Jetzt hat er uns den Chaos Emerald gestohlen, also. Und jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er da. Seine Hand. Ah, komm schon, Chaos, Zeit zum Essen. Also, komm jetzt wieder in diese blaue Sabberpfütze. Ja, das ist das gleiche Monster. Jetzt frisst Chaos diesen Chaos Emerald. Und er hat Knochen bekommen, glaube ich. Aha. Genauso wie ich die Stand habe im Boden. Ja. Also er wird immer stärker, wenn er ein Chaos Emerald ist. Also er wird dann unbesiegbar sein, wenn er alles im Chaos Emerald gegessen hat. Und für Eggman arbeiten, was ich zwar nicht glaube, und er wird halt sehr sein und Robotik zum ultimativen Stadt machen. Und da wird er halt alleine herrschen. Ja, jetzt suchen sie einen anderen Smaragd.
Gut, Chaos ist weg. Sonic! We can't let him get away with this, can we? Wir können ihn nicht einfach davon lassen. Ja. Nein, Tails. Okay. Also wir sollen die Smaragde vor Eggman finden, damit er nicht seine Pläne verwirklichen kann. Oh, oh. Wow, was war das? Rocket Sonic oder Raketen Sonic, ja. Okay, darauf. Also, er braucht. Aha, wir stehen in der Luft. Zwischen den Stiegen. Gut. Dann roll ich mal rauf. Und jo. Jetzt muss ich da irgendwie rein. Ich glaube, das ist Tilt seine Werkstatt. Weil da ist auch, sind auch seine zwei Schwänze drauf. Wie sich das wieder anhört, ist auch fragwürdig. Und jo. Mal schauen, ob es da irgendwas. Hey, da ist eine Statue. Hebe ich's mal auf. Aha. Der Windstone. It looks like a key. Er muss irgendwo hinpassen. Der Design macht minenartig, also der Windstein, der schaut aus wie ein Schlüssel, irgendwo muss er ja hinpassen. Hurra. Was habe ich denn geworfen? Also das schaut aus wie ein Schlüssel für die Werkstatt. Könnte ja sein. Die Frage ist, wohin damit? Vielleicht da irgendwo? Ah, da sehe ich nichts. In der Kamera. Vielleicht ja hier. Ins Wasser. Aha. Also wohin damit? Der schaut ein bisschen aus wie der Donnerstein vom Pokémon. Ach, jetzt habe ich da wieder gedrückt. Vom Pokémon. So, dann würde ich mal ein bisschen Kamera drehen. Wenn das nicht wirklich gut geht. Weil ich habe da drüben auf der anderen Seite etwas gesehen, was helfen könnte. Ich komm. Jump, jump, jump. Also, okay. Aber wo gehört der Windstone hin? Vielleicht, aber auch nur vielleicht muss ich ihn nicht. Ich will nicht runterfallen. Ich will den Stein runterschmeißen. Ja, jetzt habe ich nur noch 3 Leben. Also wir hin. Also wo kann dieser Windstone hinkommen? Das weiß ich selber nicht, weil ich es ja nur angespielt habe und nicht ganz gespielt. Vielleicht muss ich den ja runterhauen. Was wie es ausschaut, nicht gegangen ist. Vielleicht gibt es ja da vorne irgendwo. Jetzt habe ich ihn raufgeschmissen. Jetzt habe ich noch 2 Leben, gut. Aber ich muss den Schlüssel für den. Der Stein muss doch irgendwie der Schlüssel sein. Irgendwie kann der zaubern, weil der steht schon wieder da. Da ist ja eine Spirale drinnen. Gedreht. Gut, dann nehme ich wieder den Stein. Und muss schauen, wohin der gehört. Oder wo der halt hingehört. Vielleicht kann ich ja mit dem das öffnen. Ich trage den einfach mal spazieren. Komm, Stern. Vielleicht gehören wir ja da rein. Ist mal da so. Oh, da ist ein Fernseher. Oder das spendet einfach nur Licht, wie es ausschaut. Ja. Vielleicht gehört der Windstone ja da rein. Nein, aber da kommt dann seine Eggman-Fratze raus und rein. Aha. Gut. Und wo gehört der Windstone jetzt hin? Vielleicht hier der andere Tunnel. Hey, das ist eine Lore. Hüpf mal rein. Und wir fahren weg. Und zwar wohin? Achso, das ist wieder so ein Kaugarten.
Ja, da war ich auch schon. Okay, Kaugarten, da waren wir schon irgendwie. Also zurück zur Werkstatt.